Hallo, hier ist wieder die Christina von Radio 99% und wir haben mittlerweile 10:45 am 17.10.2011 und ich habe wieder einen sehr netten Demonstranten getroffen, dem ich gerne ein paar Fragen stellen würde. So, das ist der Frankie und Frankie, warum bist du hier? Ich grüße dich, Tina. Schön, dass du mich interviewst. Ich bin natürlich hier, um gegen die überdimensionale Macht der Banken zu demonstrieren und ich bin auf jeden Fall dafür, damit mehr Leute das System verstehen, in dem wir leben und mehr Leute demnach auch verstehen, wie diese Ungerechtigkeit, die wir in der Welt sehen, woher die dann eigentlich kommt. Denn es kann eigentlich nicht sein, dass nur sehr wenige eigentlich das Geld aus dem Nichts schöpfen und demnach auch unsere Ressourcen rationieren und kontrollieren und wir müssen wiederum arbeiten, um aus der ganzen Verschuldung rauszukommen. Also ich habe gar keine Lust, in so einem Sklavensystem aufzuwachsen und um darauf aufmerksam zu machen, deswegen bin ich hier. Okay. Und seit wann bist du dabei? Also wie lange beobachtest du schon diese Bewegung? Die Bewegung an sich hat sich ja vor 1,5 Monaten jetzt gegründet, weil sie schon sehr alt ist. Also sie hat schon in New York natürlich angefangen mit der Occupy Wall Street. Durch das Internet haben wir die Möglichkeiten, dass wir natürlich da sehr schnell drauf aufmerksam werden. Anders als Leute, die zum Beispiel nur Fernsehen schauen können, die brauchen da etwas länger, weil natürlich auch die Massenmedien da jetzt nicht sofort drüber berichten. Also ich weiß, wie sehr viele andere wahrscheinlich auch, weiß ich schon sehr früh Bescheid. Okay, was ich dich noch fragen wollte, wie findest du denn die Stimmung hier im Camp oder wie empfindest du die Leute, die hier zusammensitzen? Die Stimmung ist hervorragend und es ist schön, so viele Gleichgesinnte hier zu treffen, weil hier sich eine Menge Leute einfinden, die wohl entweder in den Geist der Zeit geblickt haben und die wohl auch feststellen, dass natürlich die Ungerechtigkeit mittlerweile so groß geworden ist, dass es fast schon nicht mehr ertragbar ist und dementsprechend macht es auch Sinn, endlich mal was dagegen zu tun. Aber es macht auch Sinn, sich selbst mal über das System weiterzubilden. Es macht selbst Sinn, sich auch mal schlau zu machen, wie das alles so funktioniert, warum wir wirklich hier sind, wer hat den Banken auch diese Macht so gegeben. Und das ganze System an sich in Frage zu stellen, das ist viel eher notwendig. Und dementsprechend sich dort weiterzubilden, heißt dann eben auch ganz andere Alternativen und Lösungen dann zu sehen. Denn erst Wissen heißt Einfluss nehmen. Und erst wenn ich weiß, wo der Fehler liegt, kann ich ihn reparieren und kann dementsprechend auch mich umschauen und gucken, was noch so da ist. Genau, ich habe gesehen, du hast ein wundertolles Plakat gemacht mit der Aufschrift "Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben". An dieser Stelle erstmal Riesenkompliment. Finde ich super, weil genau darum geht es, dass wir selber die Veränderung sein wollen, die wir sein wollen, genau. Und ich fand das interessant, die Plakate, die du da hingestellt hast. Und ich habe auch noch was mit Herz und Logik gelesen, was mich sehr, sehr angesprochen hat. Magst du dann vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, es geht darum, dass wir sowohl das Bewusstsein entwickeln, wie gesagt, was falsch läuft, als auch das Bewusstsein dafür entwickeln, wer oder was wir sind auf diesem Planeten, unsere Rolle als Mensch im Universum. Das zu betrachten, macht schon mal sehr viel Sinn, denn nur jetzt hier in diesem Land, was wir dann Deutschland nennen, oder diese ganzen künstlichen Grenzen, die wir auf der Erde im Generellen haben, daraufhin zu agieren und dann zu schauen, ich identifiziere mich mit der Kultur, mit die mich umgibt und ich habe etwas gegen die andere Kultur. Also übergeordnet den Blick zu sehen, wie bestimmte Kulturen erstmal entstanden sind, was die Umstände da sind, dass Menschen so sind, wie sie sind. Dieses Verständnis zu gewinnen, das ist auch ein persönliches Anliegen von mir und ich freue mich, dass ich damit nicht alleine bin, denn es scheinen sehr viele Leute zu geben, die sehr frei denken und eben auch mal über den Tellerrand schauen. Ja, also ich bin sprachlos, das, was du sagst, kann ich wirklich nur bestätigen und sind viele Menschen, die genauso denken. Ich habe in den letzten Tagen mit sehr vielen Menschen gesprochen und es scheint echt so ein gemeinsamer Nenner zu sein, diese Nachhaltigkeit und dieses Bewusstsein, dass etwas passieren muss und danke, ja, warte, ich gebe dir gleich das Mikrofon. Sehr bereichernd, was du sagst, also erzähl uns mehr. Ich fand es noch faszinierend, das wollte ich auch noch gerne loswerden. Hier herrscht so eine wunderbare soziale Füreinander-Stimmung, dass es schon sehr auffällig ist, wenn man quasi hier diese Gegend wieder verlässt und dann wieder durch Frankfurt läuft, eine sehr kalte Stadt, natürlich sehr durchs Geld, wo jeder auf seinen persönlichen Profit aus ist. Natürlich sind auch unsere Werte dementsprechend sehr geformt. Bedeutet, als ich gestern hier auch nach Hause gelaufen bin und dem Ersten auf der Berger Straße, der ein bisschen gewankt hat, habe ich ihn gefragt, geht's dir gut? Und er hat mich total verwirrt angeguckt, dass ich überhaupt nicht um ihn kümmere. Und dann musste ich erstmal wieder realisieren, hey, du warst jetzt 2 Tage direkt vor der EZB, voll unter Gleichgesinnten, alle waren echt cool und jetzt bist du auf einmal wieder draußen. Ich muss mich regelrecht dran gewöhnen, dass ich ja
plötzlich wieder Leute habe, die nur stur geradeaus gucken, die bei jedem Lächeln an eine Manipulation für Profit denken, die irgendwie denken, mit dir stimmt was nicht, sobald du dich um sie kümmerst, du willst doch irgendwas und so. Also das zu reflektieren, das war eine sehr wundervolle Erkenntnis jetzt die letzten 2 Tage, das überhaupt mal zu erleben. Also sprich, um es zum Punkt zu bringen, herrscht eine wunderbare Stimmung und schön, dass hier jeder Einzelne sich eingefunden hat und etwas bewegen will. Ich auch. Also man merkt so richtige Synergie von Kompetenzen. Jeder bringt sich ein mit dem, was er am besten kann. Wenn er gut Tische bauen kann, dann schnappt sich ein paar Sperrholzplatten, nimmt einen Nagel und zimmert was zusammen. Der gut kochen kann, der übernimmt die Organisation der Essens- und Lebensmittel. Und das ist einfach wunderbar. Also man hat wirklich auch das Gefühl, dass sich jeder auch so angenommen und wertgeschätzt fühlt, wie er ist und sich einfach mit einbringt. Und das ist wirklich ein Kontrast, wenn man dann wieder rausgeht und denkt so, huch, wie sind die jetzt drauf? Und wenn ich denke, ja, wenn wir diese kritische Masse irgendwie umwerfen würden, wir hätten echt den Himmel auf Erden hier. Das wäre einfach großartig. Wir sollten alle generell probieren, unser komplettes Wertesystem endlich mal von Selbstsucht auf Selbstlosigkeit umzustellen. Es wird einfach Zeit, dass wir die menschliche Spezies an sich wie eine große Familie endlich mal betrachten. Und dass wir, wie gesagt, dass es uns endlich mal auffällt, wie krank es doch eigentlich ist, dass wenn alle 5 Sekunden ein Kind stirbt und wenn es schwarz ist, dann interessiert uns das gar nicht mehr. Wenn es plötzlich ein blondes Kind ist und wir können uns damit identifizieren, dann sind wir völlig entrüstet. Also allein da schon die Störung endlich mal zu erkennen, dass es eigentlich gar keinen Unterschied gibt, dass da ein Kind und ein Mensch stirbt, der eigentlich, der ich auch sein könnte, das mal festzustellen. Ja, das einfach mal den Einfluss drauf zu nehmen, wie krank das doch eigentlich alles ist, was aus uns geworden ist und dass wir das Produkt unserer Umwelt sind, dass wir die Werte angenommen haben, die uns umgeben und wenn man nun mal in so ein Wettbewerbssystem hineingeboren wird, wo jeder nur auf Selbstsucht aus ist, jeder ist auf Profit aus, jeder versucht den anderen übers Ohr zu hauen, dann schiebt man das mal schnell auf die menschliche Natur, doch es ist einfach systembedingt und das generell erstmal zu ändern, sollten wir schon mal anstreben, weil wenn wir so weitermachen, dann killen wir nicht nur uns selbst, sondern eben auch den Planeten. Ja, ich denke auch, es ist ein Fehler, die Schuldigen, also die Bänke halt hinzustellen, sondern einfach zu erkennen, dass das Umdenken in unseren Werten und Idealen passieren muss. Einfach, ja, der Umgang miteinander und sich nicht hinzustellen und sagen, die sind schuld, die sind böse, sondern einfach auch zu verstehen, warum ist das so, wie kam es dazu und wie machen wir jetzt weiter? Also, ja, ist Zustand und soll Zustand. Nicht zu meckern, was ist scheiße, sondern sich zu überlegen, welches Ziel haben wir und was können wir tun, das zu erreichen. Exakt. Genau darum geht's, das Wertesystem umzustellen und endlich mal die vielen Möglichkeiten zu sehen, die da draußen schon existieren. Weg vom Geld, hin zu mehr Verstand, hin zu mehr Herz und hin zu mehr Logik. Ja. Ich glaube, den Menschen, die hier sind, muss man das nicht erklären. Die verstehen das von alleine. Also es ist wirklich so viel Zustimmung, auf die man hier trifft. Und ich kann, also gute Nachrichten, das wurde ja verlängert bis zum 29. Wir haben also noch ein bisschen Zeit hier uns zu engagieren und was zu reißen. Aber ich denke, selbst wenn das vorerst das Ende sein sollte, hier haben sich so tolle Kontakte gebildet und Netzwerke gefunden. Ich glaube, also es kann gar nicht mehr anders sein, dass es irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise weitergeht. Und das finde ich einfach großartig. Und deswegen genieße ich einfach diese Zeit hier mit den tollen Leuten und die spannenden Interviews und ja, freue mich, dass ihr alle da seid. Schön, dass es dich gibt, Tina. Schön, dass es dich gibt. Und auch, dass es dich gibt, lieben Zuhörer. Möchtest du noch was sagen? Mit meiner Oma grüßen. Nee. Ich will einfach nur, ich will eine riesengroße Veränderung und ich möchte einfach, dass der Geist der Zeit endlich auch in den Köpfen der Menschen Einzug hält. Jetzt ist mittlerweile offensichtlich, dass etwas nicht stimmt. Jetzt ist wichtig, dass wir uns nach Lösungen, nach Alternativen umschauen und es gibt eine Menge da draußen. Ich habe auch was von einer ressourcenbasierten Wirtschaft unter anderem gehört, die wesentlich mehr Sinn macht als diese geldbasierte Wirtschaft, die wir heute haben. Wie gesagt, wir haben das Wertesystem schon erläutert, was daraus resultiert, dass man nur in Geld denkt. Jetzt gilt es quasi, das Wertesystem umzudrehen und einfach etwas mehr Mensch zu werden. Dem ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel zuzufügen und ich bedanke mich einfach für das tolle Gespräch mit dir und ja, auf die nächsten schönen Wochen, würde ich sagen.